Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 23 Hockey Ultimate Team. Tag 2 von Hood Rivals Burst. Apropos, was mich jetzt mal kurz interessieren würde, wo stehen wir eigentlich? Ich habe so keine Ahnung, Rangbelohnungen. 570, 610 RP bis zum nächsten, jawohl, das stimmt. Wir haben 570 RP. Na gut, das sind wir weit entfernt von Silber. Wobei die Preise jetzt für Silber auch nicht so rosig ausschauen. Aber gut, probieren wir es. Let's go. Was ich gerne vielleicht noch irgendwann ausprobieren wollen würde. Nurse und Carpenter zu tauschen. Carpenter doch vielleicht mehr auf dem Flügel einzusetzen. Und Sarah Nurse mal, wie gesagt, als Center diese Mega-Ablenkung vielleicht mal richtig auszuspielen. Sehe ich nicht ganz, dass das Gebrauch hat auf dem Flügel. Aber ja, schauen wir mal. Nächster finnischer Gegner. Kann mich bitte jemand erinnern, die Sterne auszumachen? Einfach mal in die Kommentare schreiben. Junge, mach mal die Sterne aus, bitte. So, die Brinket. Die Brinket. Oh, schade. Okay. Nee, Let Hang, bleib hinten. Wir sind eh nicht so schnell im Rückwärtslagen. Brauchen wir nicht noch einen, der nach vorne wegläuft. Echt nicht. Bündamu. Carpenter. Keller. Let Hang. Zu viele Leute auf einer Seite. Carpenter. Thatcher Demko. Carpenter kriegt die Scheibe zurück. Oh, Alex Carpenter. Wenn du die Scheibe außerhalb annimmst, warum steuert die KI denn die Scheibe erst erstmal wieder nach links? Kann mir das irgendjemand mal erklären? Bei der Scheibenannahme. Ja, er ist Linkshänder. Aber wenn doch die KI merkt, pass auf, ich nehme die Scheibe außerhalb an, dann halte ich doch den Spieler einfach, die Scheibe doch einfach außerhalb, oder nicht? Ich meine, auch für den Spieler ist es doch angenehmer, zu sagen, okay, pass auf, ich kann mich einmal auf meine Hintermannschaft verlassen, die weiß schon, was sie tut. Sarah Nurse kommt da nicht ganz durch, so wie ich mir gewünscht hätte. White Cloud. Boah, kriegt er richtig einen ab. Redden, Demko. Kessler nochmal mit dem Schussversuch. 0-0! Wie gesagt, Kaiserler macht bisher hinten keinen schlechten Job. Das kann man ihr echt nicht. Wie soll ich sagen? Kann man ihr echt nicht unterstellen, dass sie da hinten einen scheiß Job macht. Echt nicht. War bei den Gegentreffern jetzt meistens sehr, sehr unglücklich. Das haben wir es genauso. Jetzt kriegen wir den Check. Habt ihr es gerade gesehen? Und Seagrass schneller weg. Die Brinket. Carpenter. Oh, stark gemacht von Demko.
Ja, da ist die Brinkett ein bisschen schwach, nenne ich es jetzt mal, da hinten. Gut gemacht von Keller. Gut gemacht von Carpenter. Und ich weiß nicht, warum unsere Angriffsreihe mal wieder nicht wechseln geht. Ich weiß es nicht. Habt ihr gesehen, wie tiefrot die wir gerade waren? Die haben jetzt 10 Minuten durchgespielt. 10 Minuten komplett. Ohne Pause. Oh wow, jetzt kann ich wieder nicht sprinten, weil ich kurz hinten gewartet habe zum Wechseln. Also liebes EA-Team, bloß weil ich mich kurz hinter das eigene Tor stelle, heißt es nicht, dass ich nicht mehr spielen möchte. Also das ist auch was, das muss ich euch noch erklären, das wissen viele ja noch gar nicht. Ihr könnt nicht kurz hinterm eigenen Tor warten, um Spieler zu wechseln. Das geht nicht. Ihr müsst tatsächlich während dem Spiel schauen, dass ihr diesen Spielerwechsel schnell hinbekommt. Wenn ihr das nämlich anders macht, kann es sein, dass so wie bei mir gerade eure Spieler stehen bleiben und nichts mehr machen. Weil die KI meint, ihr habt aufgehört zu spielen und ihr seid offline, beziehungsweise AFK für einen kurzen Zeitraum. Und das halte ich für einen ganz großen Betrug, muss ich einfach sagen. Weil wenn ich Spieler wechseln will und dafür bestraft werde, dass meine KI nicht von alleine zum Wechseln geht, weil sie es nicht hinkriegen, dann stimmt was nicht. Dann stimmt was nicht. Und zwar ganz, ganz böse. So, und jetzt haben wir wieder den Fall, dass wir zwei Drittel lang haben zwei reingespielt. Die dritte und die vierte Reihe kamen nicht mal aufs Eis. Unsere ersten zwei Reihen sind komplett kaputt. Ich habe mich 10 Sekunden lang hinter das Tor gestellt, weil ich sage, okay, pass auf, ich muss kurz reinwechseln, damit ich frische Spieler habe. Und dann wird mir der Spieler blockiert. Das geht nicht. Das geht nicht. Bevor jetzt die Frage kommt, was meintest du mit Spieler blockieren? Ich kann es euch sagen. Und wo hat Polar die Scheibe? Da hat sie die Scheibe. Hier. Achtung. Pass geht raus. Da funktioniert besser. Seht ihr das? Zack. Und plötzlich ist Polar langsam, obwohl ich im Vollsprint bin. Und das geht nicht. Bloß weil ich kurz hinter das Tor fahre und zum Spieler wechseln, kann nicht sein. Brindamur wartet auf den Querpass. Kaiserler hält fest. Normal müsste ihm jetzt eigentlich... Na gut, nee, er läuft hinten durch, bleibt nicht kurz stehen. Normal hätte jetzt bei ihm auch die KI sagen müssen, ja, du fährst hinter das Tor, gehst zur AFK. Also mal so blind ins Blaue heraus, weißt du? Ja, das kommt nicht durch, bleibt am Bein hängen da hinten. Gruber Doe. Lyles. Dass das keine 2 Minuten sind, ist glücklich. Machen Spiel und kassieren hinten das Tor, natürlich. Oh. Steht 2 Meter weg von mir. Wie soll der mich denn checken? Zum Teufel verfickt nochmal. Das kann ja nicht wahr sein. Was ist denn das für ein Drecksgame? Es tut mir leid, aber das geht nicht. Achtung. Der steht 1 Meter von mir weg. Da kommt kein Check. Nichts. Du willst doch noch nicht sagen, dass dieses eine Armschieben reicht, um den Brinkett von links nach rechts übers Eis zu schicken.
Alter, hör mir auf! Boah! Das kann ja nicht wahr sein. Das ist so... Boah, Junge! Das kann echt nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Das ist so eine Bevorzugung. Seagrass steht einfach nur in der Mitte rum. Schaut zu. Schaut das an. Schaut dir das Tempo an von dem. Keiner kommt hinterher. Kein Debrinket, kein Keller. Das kann doch nicht sein. Bei voller Energie, dass mit Pastana keiner mitlaufen kann. Was ist denn das jetzt wieder? Digga, das Spiel ist so kaputt. Carpenta nimmt die Scheibe an, die Scheibe fliegt einfach an die andere Hälfte des Eises. Ohne Grund. Pfosten von Carpenta. Natürlich treffen wir nur um Pfosten. Ja, Keller steht einen Meter näher dran an der Scheibe und trotzdem ist mein Gegner zuerst dran. Oh, wie ich das liebe. Wirklich, da kriege ich innerlich so einen unfassbaren Würgereiz. Kann ich euch echt... Ja. Hör mir auf. Bitte hör mir einfach auf. Nee, das ist... Diese KI macht mich verrückt, Mann. Das kann doch nicht sein. Ich bin happy, dass die abgestiegen sind, ehrlich, weil das, irgendwas ist da so kaputt in diesem Modus, das ist, oder generell, in das ganze Spiel ist eigentlich kaputt. Weil wenn ich mir jetzt das jetzt wieder anschaue, was Pulan da macht, Achtung, unsere Center-Spielerin bringt sich perfekt in Position. Perfekt! Und jetzt da läuft sie einfach weiter hinter das Tor. Warum? Warum? Sarah Nurse übernimmt ihre Position. Ist gut, aber dann muss sie auch auf ihrer Position jetzt bleiben und nicht sagen, ich ziehe mich jetzt hinter das Tor zurück. Hä? Was macht denn das für einen Sinn? Schau dir diesen Kreis an, den sie da läuft. Bringt sich in Position. Gute Position. Steht gut frei. Nicht gedeckt. Nee, ich laufe weiter hinter das Tor und laufe auf der anderen Seite wieder vor. Hä? Die hat über 90 Offensivbewusstsein. Das hat nichts mit Offensivbewusstsein oder mit gut in der Offensive zu tun. Das ist größter Bullshit. Oh, Halleluja. Halleluja. Ich dachte nach dem Sonntag, nach diesem Spiel, was wir gespielt haben, dass das Game besser geworden ist. Ich habe mich in meinem Leben noch nie so getäuscht. Puh, es ist finster, es ist ganz, ganz finster. NHL ist wirklich ganz, ganz finster. Seagrass 1-0. Ja. Kommt mit den Poke-Tricks nicht hin. Wir können uns schön durchkombinieren. Die erste Führung diese Woche. Schön kombiniert. Die Brinket liegt ab.
Kaiser. Ah, jetzt haben wir es. Habt ihr es gesehen? Pokchik kommt, Pokchik passt. Verliert die Scheibe trotzdem. Ja, Scheibe sollte zu Keller gehen. Abgefälscht von Seagrass. Sabanajet nimmt sie auf. Letang, würdest du vielleicht hinten bleiben auf deiner Position? Alter! Was macht denn die KI? Die macht es uns 10-mal schwieriger, indem sie uns die Verteidiger da hinten rauszieht. Unsere Verteidiger haben eine klare Angabe. Torschützen. Möglichst neben dem Pfosten bleiben. Und gerade spielen sie, wer kann weiter vom Pfosten weglaufen, ohne dass wir einen Treffer kassieren. Wieder Letang da draußen. Ja, bleibst du bitte da hinten? Nee, bleibt er nicht. Oh Gott im Himmel, jetzt haben wir sie. Gott im Himmel. Keller komplett erschöpft. Da ist gar keine Energie mehr drin. So nice. Boah, starker Schuss. Scheibe springt da leider zu sehr. Ja. Hat die Scheibe, es laufen 4 Spieler zwischen Schläger und Scheibe durch, aber er behält sie perfekt. Großer Fan von sowas. Fulla ist dran, kriegt sie aber nicht mit David. Das ist Verzweiflungsschuss. Oh, wir führen wenigstens mal. Trevor Seagrass, schönes Tor. Konnten wir uns mal kurz schnell durchkombinieren. Aber ein Tor reicht nicht. Da muss mehr kommen von uns. Bedeutet aber auch, dass unsere Reihen wechseln müssen und nicht spielen, bis halt wirklich gar nichts mehr drin ist. Bis die 10-Minuten-Marke rum ist. Und keiner unserer Leute mehr laufen kann. Da ist nicht der Sinn der ganzen Geschichte. Seagrass, boah, guter Hammer. Tor, ohne Probleme. Pasternak. Wenn bei uns so Schüsse mal reingehen würden, das wäre so schön. Ist eigentlich gut verteidigt. Eigentlich, ja. Hat da einen guten Schusswinkel. Und wir hat eine Torhüterin, die leider zu klein ist. Nein. Ja, Letang. Ja, wie oft willst du es? Alter! Das ist ein Witz, das hat er sie wiederbekommen. Und wieder! Wie oft will er jetzt da noch hinkommen an die Scheibe, Digga? Boah! KI kommt halt da wieder raus, ohne überhaupt die Chance zu haben, hinzukommen. Das ist so nichts. Das hat halt nichts mehr mit Eishockey zu tun. Nichts. Das hat nichts mit Eishockey zu tun. Null. Wir laufen im Kreis, verliert die Scheibe 5, 6, 7 Mal. Who cares? Da kommt wieder ein Pokecheck. Bleibt an der Scheibe. Wir gehen mit. Hauen ihm aufs Bein. Nix. Er verliert die Scheibe. Letang blockt sie. Ja, genau. Der andere geht einfach hin, schießt und das Ding ist drin. Ohne Probleme. Es ist. Es ist traurig. Es ist echt traurig. Zwei, zwei. Alex Carpenter macht schnell. Wenigstens etwas.
Wie oft hat jetzt Alex Carpenter von Ding, von Barkov einen mitbekommen? Schaut es an! Unsere ganze Verteidigung! Habt ihr es gerade gesehen? White Cloud, alle laufen gerade einfach weg! Ja, dreh dich links rum. Nee, ich will mich trotzdem rechts rumdrehen. Was macht Redden denn da? Immer gut. Kommt die Scheibe? Ich leg mich flach aufs Eis. Digga, was ist mit dieser KI los? Wir haben jetzt wieder so Pasus-Szenen gehabt. Also die beste Szene war jetzt Redden. Ich baue eine Brücke. What the fuck, Alter? What the fuck? Ehrlich? Ehrlich, was ist mit diesem Game los? Aber jetzt, also herausragend war jetzt eigentlich die vordere CD-Szene hier gerade. Schau mal, alle rechts drüben! Da ist keiner mehr! Das ist das. Was ist das? Taktische Vorhergabe! Scheiß drauf, brauchen wir nicht. Überbewertet. Oh. Ich wünsche, die anderen würden mal so hängen bleiben wie wir. Das ist Wahnsinn! Alter! Können die anderen mal so hängen bleiben an uns? Nein, wenn die anderen an uns hängen bleiben, liegt die Scheibe frei, so wie gerade, und sie können sie ins leere Tor reinschieben. Ich krieg das Kotzen! Das ist so zwei unterschiedliche... Das gibt's gar nicht. Ich dachte, letztes Jahr teilweise war schon schlimm. Aber dieses Jahr, das toppt ja alles. Das toppt ja alles. Wir bleiben an Kleinigkeiten hängen, wirklich nicht an großen Sachen. Pasternak 3-3, zum Glück gleich wieder der Ausgleich. Eieieiei. Ja, Pass soll zu dem Brinkhead kommen. Wo kommt er hin? Ins Nichts. Und wieder drin. Ja. Ja, wir brauchen einen neuen Torhüter. Das ist... Ich weiß nicht, ob ein Torhüter das Problem ändert. Ich weiß es ehrlich nicht. Weil das Problem ist, dass unsere Pässe, wenn ich sage, sie soll zu dem Brinkhead passen, passt sie zu Keller. Unsere KI ist so schlecht wie eh und je, obwohl sie eigentlich wirklich hohes Bewusstseinsrating hätte. Ich verstehe es nicht, ehrlich. Ich verstehe es nicht, ehrlich. Wie gesagt, da, wenn wir einen Pass spielen, wir bleiben so am anderen hängen, dass er sofort die Scheibe hat und einfach laufen kann. Auf der anderen Seite, wenn wir mal hängen bleiben an irgendwas... Ist wurscht. Schaut es an, Burns ist schneller als De Brinkhead. Alter, wie kann denn ein Brent Burns schneller sein als ein De Brinkhead?
schaue dir diese Schläge rausgehalten und kreiselgelaufen an. Hast du Zuckungen oder bist du behindert? Was macht er denn? Das ist ein Witz. Es ist ein absoluter Witz. Dass solche Leute... Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich meine, ich stand daneben, mach nichts und er läuft da Kreise. Ich weiß nicht, was er mir da zeichnen wollte auf dem Eis. Aber das hat nichts mit Eishockey zu tun. Aber klar, sowas wird bevorzugt. Wieso nicht? Schau, wir bleiben an der Kufe des Gegners hängen. Verlieren die Scheibe. Wir machen einen Poke-Check. Keine Chance, dass wir überhaupt an die Scheibe kommen. Null. Da, wir spielen einen Pass. Hillary Knight muss stehen bleiben, um den Pass anzunehmen, weil der Pass von uns so schlecht kommt. Während sie neben dem anderen Spieler mitläuft. Das war jetzt einfach nur das perfekte Paradebeispiel für Bullshit, wirklich. Mir fällt nichts ein, nichts. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll zu diesem Game. Ich kann auch nichts mehr sagen. Ich kann auch eigentlich nichts mehr sagen. Weil alles, was wir hier sehen, ist Trash. Dieses Spiel ist für die Tonne. Boom, Byram läuft in den Konter. So, jetzt spiele ich die Scheibe raus. Eigentlich wirklich schön in den Lauf für Hillary Knight. Achtung. Da, Knight muss abbremsen, dass sie sich überhaupt annehmen kann. Ganzer Angriff, das ganze Tempo im Arsch. Jetzt ist jeder Verteidiger schneller als meiner. Warum? Eins, zwei, Magic! Ja, weiß ich nicht. Weiß auch nicht, warum White Cloud auf der Seite von der Scheibe steht, obwohl er eigentlich auf der Seite von der Verteidigung steht, obwohl er eigentlich auf der anderen Seite sie stehen müsste. Weil so steht jetzt halt auf gar keiner Seite mehr. Weiß eigentlich, dass drei Seiten da ist, aber egal, ich gehe einfach nicht mit. Da, ich bleibe einfach hier stehen. Laufe jetzt rückwärts und komme gar nicht mehr hin. Ich glaube, da müssen wir nicht viel zu sagen, dass das, was unsere Defense da im Moment leistet und vor allem unsere Defensiv-KI leistet, das muss ich jetzt einfach mal so straight sagen, unsere Defensiv-KI leistet, ist einfach heftiger Bullshit. Aber richtig, richtig heftiger Bullshit. Danke fürs Zuschauen. Ciao und V, wir sehen uns.